Moin Moin und willkommen zurück zu Guild Wars 2 mit Leute kommt Party. Hallihallo. Inanna. Hallo. Dem Seelenfinder. Hallo. Und mir, dem Facto. So. Wir gehen mal wieder kurz in Fraktale. Auf geht's für Daily Weekly. Pass so. Auf. Wir rennen am besten durch bis zum Linksbums. Bis zum Endboss. Ach, das doch, ja, okay, durchraschen. Das ist Ilo, oder sie, Lolo. Nie gewesen. Also, geht mir bei jedem so. Ach, hast du mit uns. Du hast auch den Bonus mit uns mal gemacht. Das schon meine ich. Bestimmt. Ui, daneben gesprungen. Ja, man fällt aber sehr, sehr lange. Ich bin hinter euch. Wem laufe ich hinterher? Dem doch, Inanna. Blödes. Hey. Oh, wieso werde ich denn im Angel geschossen, ey? Gegner noch wegkriegen. Ja, Outfight, komm. So. So, weiter durchrennen. Den hab ich das schaffe. Naja. Ich renne ich jetzt. Ups! Achso, ja, doch, hier, das habe ich schon. Ich hab zwar keine Ahnung, was ich machen muss, aber hier war ich schon mal. Ding dong. Ja, egal. Ding dong, die Hexe ist tot, die Hexe ist tot. Die Frist kein Baum. So, hier liegt Inanna. Einfach so rum. So. So, zack. Nein. Oh, schon wieder. Zu tief, oder? Jetzt komme ich da doch gar nicht mehr hoch. Nee, ich werde jetzt nochmal. Okay, ich muss mich einmal fallen lassen, glaube ich. Ich komme. So. Was? Irgendwie, ich werde einmal verkehrt gesprungen. Weil ich im Kampf bin die ganze Zeit, deswegen. Ja, jetzt hätte ich zuerst. Wir müssen einen Augenblick warten, ich sonst. Hinter uns. Ja, ich habe jetzt. Läuft hier irgendeine Zeit? Nö. Nö. Also jetzt aber. Macht mal. Ja, meine Geduld. Ja, die auch. Ja, alles gut. Lasst euch Zeit. Das ist so ein hässlicher Glubschi. Muss ja das Mesut Özil mitspielt. So grob weiß es, glaube ich, noch, dass da Sachen fallen und das ins Auge werfen. Genau. Und alle hier erstmal sammeln am besten. Hier hinten. So, wir sind jetzt alle zusammen. Ja, jetzt gehen wir los. Auf geht's. Wer opfert sich zuerst? Da hat wieder jemand den Lieblingsbogen. Jo. Na, am besten rauszoomen, habe ich vergessen zu sagen, ne? Ganz rauszoomen. Ja. Okay. Was gebracht, ja. Könnt ihr sehen, wo die Feinde sind? Feinde zu sehen wird auch völlig überbewertet. Davon gibt es auch total. Schießen! No. Alles gut, jetzt ist fertig. Weil hier schon. Ah, oh, scheiße. Na, ich habe keinen Dings gehabt. Irgendwie. Und ich habe nicht aufgepasst. Ich werde jetzt hier dir. Nach hinten gehen. Oder auch nicht. Ja, ich habe eine Kugel, alles gut. Okay. Ah, da ist. Autsch. Inanna liegt auch schon. Blöde genau. Viecher. Ah, ich hatte gerade den. Das
Ding in der Hand. Ist blöd, wenn der Kristall bei den Tentakeln liegt. Was müssen wir mit dem machen? Dich dann zum Boss treffen lassen, musst du und dann zum Boss werfen. Du kriegst ein Auge. Auf dich feuern. Der, du hast jetzt das Auge auf dir. In den, ich hab genau. Gemerkt. So. Jetzt brauchst du so ein Kristall. Achso. Ach, jetzt plötzlich. Irgendwas stimmt mit der Entfernung nicht. Ich dachte, das geht automatisch, was dann? Nee, du musst es selber werfen und du musst. Auch im richtigen Moment werfen. Anvisieren. Aber ich kann gar nicht werfen, wenn ich was. Nur wenn du vom Auge getroffen wärst, wenn du das Auge auf dem Kopf hast. Du musst dich erst treffen und diesen Kristall aufladen, sag ich mal. Genau, du musst den Kristall in der Hand haben. Und markier den Jadeschlund, damit du. Ja. Auch den triffst, sonst triffst du nämlich was. Irgendwas. Genau. Also ich callte den mal, damit wir den dann. Ja, da. Wie das. Aufsammeln. Das war. Ich glaube, das war zu schnell für mich. Aber ich kann immer nur einen aufheben. Ja. Ja? Komm, wir sehen mich wieder. An, ja. So, jetzt. Zack. Ausdauer aufgebaut. Komm, wir sehen mich an. Nee, Lotti. Jetzt sollte da die 1 zu sehen sein. Ja. Und da brauchst du gar nicht laufen. Könnte auch von ganz hinten werfen. Okay. Du musst nur den markieren, also oben rechts den anklicken, damit der auf den Ziel. Der ist auch gerade gecallt, also kannst du einen T drücken. Ja. Ja, mein Problem war nur, hier hinten hatte ich die 1 und bin entgegengerannt, weil ich dachte, man muss es tun. Und da kam dann eben auch die 1, dass ich werfen konnte. Ausdauer aufgebraucht. Ja, vielleicht den ersten hier. Ganz vorne, da wo wir die alle hingeschmissen haben. Mhm. Jetzt nehme ich den gerade weg, als er mich attackiert. Ah. Oh, warte. Oh, fuck. Wieder ich. Ja. Und vielleicht noch mal. So, jetzt ich. Oh, kriegt aber auch schon wenig Schaden hier. Bei
blöde Scheiß-Tentakel. Oh, muss aufsammeln. Nicht genug Energie. Mitten ins Auge und das oh, gut. Jetzt und wieder. Wieder. Ein Spur. Ja, geht auch. So. Tschu. Sehr schön. Dann geht's und das war für mich auch. Und nächste Woche dann die 36. Das war besiegt 5 gegnerische Veteranen. Ja gut, das war jetzt. Jo, schließ ein Fraktal ab. Hatte ich auch noch offen. Echt? Das war dann... Bei den wöchentlichen, ja. Habe ich noch also, gar nichts. Gehört leider nicht für mich dazu. Beliebige Angriffsmission. Also, wenn du wöchentlich Sprungrätsel Sargenklauenweide, hast du das zufällig? Wöchentlich Sprungrätsel, sagst du? Ja. Ja, Sargenklauenweide. Gut, dann können wir das machen. Das ist ja relativ einfach. Okay, dann erstmal raus hier. Das sieht wertvoll aus. Okay, USA. Wenn ihr das sagt. Annehmen. So, ich geb mal die Wegmarke. Hups. Du hast so ein Stück. Hast du noch den Professor Mau da, Miau? Den kleinen? Ich glaube, ich bin in der Folge. So, hier. Hab den, hab ich sogar. So, und hier ist ein Kartoffelfeld. Das holen wir uns zuerst. Kartoffelfeld? Kartoffelfeld, ja. Da hinten noch. Oh, ah. Und das Holz da auch noch. Ja. Grüner Holzblock. Das hat man so selten. Achso, ich glaube, da schafft man es sogar mit einem Reittier hin. Ja, kommen hoch, ich zeig's euch. Stellt man nämlich auf die Himmelsschuppe, die ihr geerntet habt. Holen wir noch Kartoffeln. Für den leckeren Kartoffelbrei. Das kann ich auch gerade noch essen. Alles, was man nicht groß kauen muss. Super. Yep. So, und dann einfach dahin fliegen, wo ich stehe. Hey, du bist doch da irgendwie oben. Hier. Genau, da einfach. Seid ihr eigentlich? So, der erste Schritt. Da geht hier die Treppe hoch. Weißt du? Ich muss gucken an der Stelle, dass er da nicht abrutscht. Okay. Dass er da nicht abrutscht in diesem Schrägen, sondern einfach da zu dem Holzbrettern. Zum Beispiel so geht's auch. Und dann müsst ihr halt hier ein bisschen hoch. Und so, dann hier gibt's verschiedene Möglichkeiten. Ihr müsst hier einfach so schnell wie möglich durch, am besten. Und da wo ich stehe, hinsprengen. Oh. Ja. Aber da nicht stehen bleiben, wenn ich das richtig sehe. Genau. Achso, hier funktioniert der. So, Jana, Lotti. So, hier kann man jetzt erstmal bequem hochhüpfen. Sagt er immer so einfach. Wie brenne ich so, bis hier. Und hier auch wieder abwarten. Warte, wir sind noch gar nicht genau, da. Genau, bis hier. Und dann dort vor der Treppe erstmal abwarten, bis. Ja, ich renn voraus, ihr wartet. Dann seht ihr. Und dann wartet ihr einfach, dass der Rundfelder weggeht und dann da nach hinten. So. Jetzt
Ja. Jetzt mal hier so nach hinten. Ich bin durchgekommen. Und jetzt hier. Einer muss halt voraus und hoch. Aber wir können dich ja wieder beleben. Ah, gut. Sehr gut. Und noch jemand ohne. Und dann hier. Du so schaust ganz woanders. Ja, ich bin runtergefallen. Weiß nicht mehr, wo es hochgeht. Dann warten wir hier oben. So, hier einfach, das sind so zwei Raben, einfach mittendurch geradeaus hüpfen. Aber muss man aufpassen, so leicht nach links halten. Ah, hier, ich glaube, hier geht's hoch. Geradeaus, aber leicht nach links. Ja, da wo ich stehe, ist sicherer Grund. Okay, dann bleibt er mal stehen und dann. Warte mal. Ui, das ist aber auch gemein. Man kann es ja leicht erkennen, aber. Sascha, ich sehe dich nicht, dass ich dir helfen könnte. Wo bist du? Ganz am unten. Ende noch gegenüber. Ja, da musst du schon noch irgendwie hoch. Irgendwie. Oder? Ja. Das ist ein bisschen. Ups. Achso, da bist du. Da sehe ich dich. Aber ich glaube, bei Sascha ist das gar kein Weekly oder so, aber ist ja nicht so schlimm. Man kann ja einen Jumpy-Puzzle immer mal mitnehmen. Ja. Also, wenn es zu einem Balken oder so, kannst du da springen? Ich glaube, du bist genau eine Etage zu niedrig, aber ich weiß es. Ja, ja, ich muss da hoch. Da ist halt irgendein Balken und den muss man erwischen und dann kann man eigentlich. Warte mal, muss man meine Dinge ausmachen. Wo stehst du eigentlich? Ich bin runtergefallen. Ja, aber du bist ja, das bist da unten, aber irgendwie. Nee, ist schon richtig so. Immer an derselben Stelle fest. Ich habe gerade meine Dinge ausgemacht, meine. Ups, das ist jetzt gestorben. Olli? Nee. Nee. Okay. Bei mir gerade hier auf ich der Karte ein Foto angezeigt wird. Du bleibst immer noch im Kreis. Ja, natürlich, weil ich immer runterfall. Ich bin nicht der Einzige, der immer runterfällt. Ja, ja, ich sehe hier zwei, drei andere auch noch. Ja, ja, ich meinte es oldschool. Ich mag ja. Wie oldschool Teleport to Friend oder was? Ja, nee. Bin. Aber wenn, dann musst du Olli nehmen. Der ist schon drüber gehopst, wenigstens. Wir stehen noch doof. Also dann wäre das eigentlich der bessere. Ach, Enemy. Wollte gerade sagen, hast du Jumping Person noch nie gemacht? Du musst hier durch. Oh, fuck, man. Alles gut, ich hab's geschafft. So. Rüber. Ich sehe irgendwo deinen Namen, aber. Genau, und jetzt hier nach rechts oben und auf diese Holzbretter. So. Hier musst du dann durchkommen ohne und einmal springen. Jetzt einfach die Dinger, genau, und da ist dann nochmal leichtes Fallout-Zeugs. Runterfällt, einfach schnell hoch. So. Und jetzt geht hier einfach. Da wo ich stehe. Hin. Genau. So, die Kiste hier ist offen, aber da kann man das. Die ist fake. Einfach, hier die. Achso, war schon offen die Wand, weil. Ja, genau. Ja, immer noch wenn die nicht offen ist, dann muss man die Kiste öffnen und. Wenn wir jetzt ganz schlau gewesen wären, wären wir jetzt zum Kommandeur gerannt. Ja. Ach, na, die Pfeife, das können wir da alleine viel besser.
Und so. Der zählt, glaube ich. Da das war nichts für mich. Also. Nö. Mal gucken, was sonst noch. Oder Besondere. Habt ihr irgendwas Besonderes, was ihr vielleicht leicht machen könnt? 10 Gegner. Gegnerische Champions in Inneres Naios. Ich habe nur eins offen. Und das ist bezwingt einen legendären Kryptis während einer Konvergenz. Ja, das ist Konvergenz. Genau. 23.30 Uhr wäre das. 23.30 Uhr, okay. Ja, das ist denn Konvergenz gewesen? Das ist das Neue. Diese Angriffsmission im... Nee, keine Angriffsmission, das ist eine richtige... Ja, aber richtige, so ähnlich. Also da hat Sascha schon recht. Full Power Mission. Ja, genau. So ein Angriffs... Okay. Mission für Anfänger. Gut, das können wir ja auch mal machen, dann habt ihr das auch mal. 23.30 Uhr müssen wir merken. Aber das, ja. Sonst können wir erstmal zu Naios oder was Olli eben sagt. Naios, dann muss, oder genau, ich muss auch sowieso noch Beherrschungspunkte machen. Dann sage ich mal vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge in Naios. Ciao, ciao. Tschüss. Ciao.